Tinted House vibe is like a safe place to take psychedelic drugs, where you can listen to the music and kind of let yourself go a bit, but it feels warm and cozy and like home as well. My skin is feeling loose on me now. In this temple for one, this temple for all. Schön pappig, Matze, oder? Wie ist dein Sound? Pappig. Hallo, wir sind Tinted House. Ich habe Johannes erstmal in Hellerau Festspielhaus kennengelernt. Dann haben wir angefangen, zusammen ein bisschen Musik zu machen, mit Matze zu dritt, in Matzes Zimmer, bei ihm zu Hause, Schlafzimmer. Und haben so angefangen mit so Schlafzimmermusik, keine Ahnung. Nee, also so. Ganz leise, immer müssten wir spielen natürlich, weil wir wollen nicht zu sehr nerven, und haben so unsere ersten Songs da entwickelt. Und wir haben es immer eigentlich selbst gemacht, wir haben uns so eine kleine Kabine gebaut und eigentlich haben wir immer in Eigenregie alles zusammen gebastelt, weil wir Lust hatten, das selbst zu machen. Wir haben nicht so eine Musikrichtung, die wir unbedingt machen wollen und an die wir uns halten, sondern das kommt so zusammen mit den einzelnen Typen. Das macht so eine Landschaft eher als so ein fokussierte Gefühl, dass man nicht so von vorne ein Ding hört. The sun was blue, he blocked my view. You block my view. All I see is your face. I kept talking to him, but he couldn't get a word of what I said. Boogeyman, now you come out during the day. Listen, you're looking the wrong way. The water is on the other side. Can't you see behind? Ich denke, Dresden ist eine ganz coole Stadt für Musik. Hier ist nicht so teuer und so, du hast mehr, ein bisschen mehr Zeit für Musik machen. In London, niemand hilft die kleinen Musiker und niemand gibt Geld für Musik. Und raus hier in Dresden, alle Leute sind leise und höher. Und dann kauf ein CD oder ein Poster oder was und gibt Essen und Geld für kleine Artists. Und das ist nicht normal. Also ich habe das Gefühl, es gibt so eine jüngere Generation von Leuten, die mehr so beeinflusst von kulturell, so ein bisschen mehr Diversität und Offenheit oder auch diese Lyre-Sounds, die wir auch gerne benutzen. Aber ich hatte das Gefühl, ein bisschen in Dresden, das ist schon ein bisschen rockig und männerbezogen ist, was auch so in der Szene so auch so eine bestimmte Gefühl hat. This hesitation feels true. And it's taking up all my time. Wait for the strength to keep moving. Ich finde Dresden ein total toller Ort zu leben und Musik zu machen, weil wir machen das hier und schaffen das irgendwie zu machen. Also zum Beispiel also diese Session jetzt mit euch zu machen, also das für uns super schön, so wieder so wirklich, ah, jetzt machen wir wirklich irgendwas, wo andere Leute im Raum sind und nicht nur für uns, ah ja, jetzt machen wir das einfach nochmal oder so, so ein bisschen, also ein Ziel zu haben wieder, tut erstmal wirklich sehr gut. Genau, ich denke, es gab auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Wir hatten irgendwie natürlich Zeit für uns, um uns einfach zusammenzutun und zu finden, nachdem das Album jetzt fertig geworden ist. Dafür war die Zeit im Endeffekt irgendwie gut. Und jetzt natürlich im Anschluss, Konzerte sind irgendwie nicht möglich. Und all das ist natürlich total schlecht und Mist. Aber wir haben uns mit dieser Situation eigentlich gut irgendwie arrangiert und einfach jetzt viele Sachen, Videos gemacht,
eben Live-Sessions und so, solche Sachen. Also wir konnten uns arrangieren irgendwie. Also ich habe gerade irgendwas gelesen, dass in ein paar Jahren wird es dann wieder so wie the Roaring Four Twenties wird es sein. Also dass es ganz wieder schön verrückt wird. Und also ich bin auf jeden Fall in dieser, habe das Gefühl im Bauch, dass es wird wieder wirklich toll, alles wieder zu machen, was man machen möchte. Also unsere Platte ist rausgekommen jetzt im März, die gibt es auf CD und auf Vinyl und also um uns zu unterstützen, ist Bandcamp eine gute Adresse und wer in Dresden unterwegs ist, kann gerne im Sweetwater am Körnerplatz vorbeischauen oder im Zentralorgan auf der Luisenstraße, da steht die jetzt auch. Und bei unserem Label It's a Gas kann man auch online die Platte kaufen. Also, ihr solltet auf jeden Fall bei Proberaum-Sessions reingucken und liken, weil da kommen ganz tolle Sachen raus noch. So support your local artists and your local festivals and your local people who are behind the cameras doing cool things at these times. Oh, that's terrible.